Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 16. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie und von chinesischen Astrologie übernommen. Und die tibetische Astrologie ist nichts anderes als eine Mischung von beiden. Und sie berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Sie berücksichtigen nämlich auch die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlicher Astrologie. Sonne bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Stier, hier, und beginnt ein neues Monatsthemen. Und das ist die Stierthemen. Und das heißt, um die Finanzen kümmern, um das Besitz kümmern. Dann ist wichtig Sicherheit, Stabilität und das Leben mal genießen und zum Ruhe kommen. Oder etwas Wertvolles in Besitz nehmen. Wenn wir aber etwas festhalten wollen, dann lernen wir jetzt auch mal loslassen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, die beiden Lichter, Sonne und Mond, bewegt sich im Erdeelement und das zeigt für uns heute eine gewisse Harmonie. Die Sonnenbewegung ist im Mondhaus Kritika und das ist, was ich gestern schon erwähnt habe, der Bereich, wo der goldene Tor, die Ekliptik, befindet. Hier wirken die Plejaden und die Hyaden. Das sind die Regengeschwister. Die mythologische Geschichte erzählt, sie weinen, weil ihren Bruder im Brunnen gefallen ist. Das ist meine Vermutung. Das ist nur eine Vermutung, dass sie meinen damit unserem Sonnensystem, weil unserem Sonne wird auch in Mythologie so beschrieben, ist männlich, eine männliche Energie. Und daher würde das passend sein. Was können wir tun aus dem Brunnen raus? Das ist unsere Lebenseinstellung und genau das zeigt die Märchen Frau Holle. Und wir entscheiden, was regnet hier, Gold oder Pech? Sind wir die Goldmarie im Leben oder die Pechmarie im Leben, die Verlierer oder die Gewinner? Oft hängt es mit unserer Lebenseinstellung und mit unserem Gedankenmuster, mit unseren Gefühlen zusammen. Mars bewegt sich hier in den Zwillingen. Jetzt sehe ich gerade, dass ich die aufsteigende Mondknoten vergessen habe. Das gehört hierher. So ist es passend. Aber zurück zum Mars. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Steht auch mit Bewegung, auch mit Sport in Verbindung. Da brauchen wir auch die Mars-Energie. Mit Mars können wir uns behaupten oder uns wehren. Und das haben wir Frauen auch. Und hier kommt die Färbung dazu von den Zwillingen. Und das ist die Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachtet. Oder anderen mit unserer eigenen Meinung überzeugen, durch Gesprächen etwas regeln. Mars ist männlich, also bedeutet auch die Männer und sie haben gerade einen Einfluss von diesem Mondknoten und das ist die aufsteigende Mondknoten. Und diese aufsteigende Mondknoten heißt, die Suche nach etwas, weil die Seele
berührt das, weil die Seele flüstert das. Das ist die inneren Bedürfnisse, die Menschen. Und das spüren sie gerade, die Männer. Die suchen etwas, aber sie wissen noch nicht, was. Und dazu kommt noch, dass Mars, die Marsbewegung, hat einen Einfluss von Orion. Und Orion ist der himmlische Jäger, die jagt nach etwas, auch die Suche nach etwas. Und die Männer tun sich gerade schwer, das beschreiben, was das genau ist. Und das heißt nicht nach anderen Frauen schauen, sondern die suchen das Platz des Lebens oder sie suchen ihre Aufgabe oder die suchen ihre Berufung. Und das ist sehr schwierig, die Richtung zu bestimmen. Dann kommt noch die Zwillingsenergie dazu und das ist die Bewegung, die Neugier, viele neue Eindrücke und das ist gar nicht einfach, die Richtung zu bestimmen. Hier hilft nur eins, meditieren, zurückziehen, zur Ruhe kommen, nachdenklich zu sein, was will ich eigentlich erreichen oder wo ist mein Platz im Leben oder was ist meine Aufgabe oder wo liegt meine Berufung, was sind meine Ziele konkret. Oder wie viel möchte ich monatlich verdienen, konkret, mit Zahlen? Oder passt die Ehe, möchte ich eine andere Beziehung? Konkreten Fragen stellen und nachdenklich sein. Weil dieses Bedürfnis ist da und wenn Sie nicht wissen, was das genau ist oder in welche Richtung das zu finden ist, entsteht eine gewisse Nervosität, eine gewisse innere Unruhe. Merkur bewegt sich hier im Widder. Natürlich kann das bedeuten, dass Gespräche kommen auf uns zu und das begeistert uns oder kommen neue Eindrücke und gehen wir in eine neue Richtung oder neue Kontakte, neue Begegnungen oder die Termine, Verträge, Schulungen, Informationen nehmen zu. Es ist Feuerelement, es ist schon viel Bewegung hier. Kann auch bedeuten, dass wir etwas sagen, was wir später bereuen, weil bei Widderenergie ist die Impulse da und manchmal sagen wir unüberlegt etwas. Jupiter befindet sich hier in Skorpion. Jupiter ist die Weisheit und bringt uns Glück im Leben, schenkt uns Optimismus, vergrößert auch etwas. Und Jupiter ist gerade rückläufig. Das kann natürlich bedeuten, wenn wir etwas vermehren möchten, dass es etwas gebremst ist und Jupiter vermittelt uns, es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir sollen das noch überlegen. Vielleicht kommt was Besseres. Oder sollen wir etwas noch überprüfen? Aber diese Rückläufigkeit hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und hier im Skorpion kommen die Erinnerungen. Und das sind mit Gefühlen verbunden. Und hier im Wasserelement begegnen wir uns mit unseren Gefühlen. Und das ist die Transformation, die Gefühle. Das ist Skorpion-Energie. Und Pluto herrscht über Skorpion und sagt alles oder nichts. Von alles verabschieden, was die Energie raubt. Dazu gehören auch Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Und sind wir gerade dabei, die Gefühle zu transformieren. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit und bei Jupiter Einfluss haben wir oft eine rechtliche Lage. Dadurch, dass Sonne im Stier ist, hat die Erdeposition auch verändert und unser Planet Erde bewegt sich jetzt in Skorpion. Und das heißt für unseren Planet, wir befinden uns in die nächste Zeit in eine große Wandlung. Venus ist die Liebesplanet und schenkt auch Optimismus oder Glück. Venus ist alles, was mit Schönheit, Kreativität verbunden ist.
und es ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Und Venus bewegt sich hier im Widder und das heißt in die Liebe, Partnerschaft sehr viel Feuerelement, sehr viel Leidenschaft. Und für uns Frauen bedeutet, dass wir einen Neuanfang haben, entweder beruflich oder eine neue Beziehung oder haben wir neue Eindrücke, neue Einfälle. Also bewegt sich etwas in eine neue Richtung. Venus befindet sich in einem Mondhaus Ashwini und das heißt Reinigung und Heilung, Heilung. Und das heißt, entweder kommt eine Heilung in die Liebe-Partnerschaft oder was uns bis jetzt verletzt hat, und das betrifft uns Frauen, da kommt eine Klärung, Reinigung, eine Heilung. Saturn bewegt sich im Schütze und Saturn hat diese Mondknoten erreicht. Und dieser Mondknoten ist Ketu, die absteigende Mondknoten, und aktiviert Vergangenheit, karmische Themen, all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Und Saturn hütet der Karma und belehrt uns das, was die Schütze zeigt. Und das sind Reisen, Ausland, Auslandskontakte, aber bedeutet auch innere Reise, besonders wenn es um religiöse Themen handelt, und zeigt in eine Richtung, und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und spirituell bedeutet dieser Bereich, das sind unsere Wünsche und Sehnsüchte. Pluto nähert sich auch zu diesem Mondknoten. Es ist schon im Wirkungsbereich. Nächster Monat erreicht auch exakt dieser Punkt. Und Pluto ist auch rückläufig, Saturn auch rückläufig. Das hat alles mit Vergangenheit was zu tun, mit karmischen Themen was zu tun. Bei Pluto gibt es andere Wirkung. Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere auf die Wesentlichen, das sind deine Wünsche, alles andere ist uninteressant, keine Energie, keine Zeit damit verbringen. Klare Aussage, bei Pluto gibt es keine Kompromisse, bei Pluto gibt es nicht vielleicht, ja oder nein, alles oder nichts. Neptun bewegt sich hier im Wassermann, immer noch lässt unsere Träume verwirklichen. Und die Wassermann-Energie ist die Weitblick, die neue Ideen dazu, auch die Leichtigkeit. Und noch Uranus hier im Widder, wo Neuigkeiten gibt, Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Besonders bei Menschen, die Widder betont sind, entweder in Tierkreiszeichen wiedergeboren sind, wie ich auch zum Beispiel, oder Aszendent wieder, oder Planeten sind im Horoskop, im Geburtshoroskop, einige Planeten im Widder, dann nennt man das Widderbetonung, das wirkt natürlich auch. Jetzt die Verbindungen, Mond und Merkur steht eine Verbindung, eine sogenannte Quinkungsverbindung. Hier handelt es sich um Gefühlen, aber auch um Gesprächen. Diese Quinkungsverbindung bedeutet, das erkläre ich immer wieder so. Stell dir vor, es ist ein Pendel da und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt, ich soll beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Die Antwort wäre dann, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht so, vielleicht so, vielleicht gar nicht. Ich habe keine Ahnung, man kann die Frage nicht beantworten. Und dieses Gefühl entsteht heute, wenn um Terminen geht, wenn um Gesprächen geht, wenn um einen Vertrag geht oder wenn jemand klärende Gespräche führen möchte, dann ist die Antwort, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, soll ich unterschreiben, soll ich nicht, soll ich das sagen, lieber nicht, ah, ich weiß es nicht, was ich tun soll. Dieses Gefühl löst diese Verbindung aus. Und das Gleiche
ist bei einem Mond- und Neptun-Verbindung das Gleiche, die gleiche Verbindung. Und bei Neptun kann ein Traum sein, ein Traumleben, aber kann auch ein Albtraum sein. Neptun kann betrügerisch wirken. Nicht, weil dieser Planet betrügerisch ist, sondern diese Kraft, diese Energie wird missbraucht, weil Neptun zeigt die Träume, die Fantasie, und da kann man viel erzählen. Die Frage ist, entspricht das die Wahrheit oder wird was verschönert oder ist das eine Lüge? Und wenn wir das glauben, dann werden wir auch betrogen und enttäuscht. Und hier kommt diese Neptun-Energie dazu, wo wir wieder dieser Einfluss, soll ich das glauben, soll ich nicht, ist das die Wahrheit, ist es nicht. Vielleicht hängt das vielleicht alles so zusammen, dass es um Gesprächen handelt, wir hören etwas, jemand erzählt etwas, da sind Halbwahrheiten drin und wir wissen nicht, wie damit umgehen sollen und wir können schwer einordnen, was ist daran wirklich die Wahrheit? Sollen wir das glauben? Und wenn wir das zulassen und glauben jedem einzelnen Wort oder vielleicht unterschreiben wir etwas, dann kann auch das ein Betrug sein, wo wir dann später das bereuen. Und das ist diese Verbindung heute, wo das sehr, sehr schwierig ist, hier die Wahrheit herauskristallisieren, nur weil wir damit bewusst umgehen und vorsichtig sind. Das kann natürlich schön sein und ein Traum kann auch wahr werden und wir lernen im Vertrauen bleiben. Das kann in diese Richtung bewegen, dass wir nicht immer misstrauisch sein sollen. Aber das kann genau in anderen Richtung bewegen, dass das wirklich eine Betrügerei handelt. Und hier denkt bitte auf diesen Pendel, man weiß nicht, man kann das nicht einschätzen. Die einzige Lösung liegt daran, auf unserem gesunden Menschenverstand und unserem gesunden Bauchgefühl vertrauen und da hören. Mond steht in einer schönen Verbindung zum Jupiter, das heißt in eine rechtliche Lage kommt Ordnung rein, kann auch das auslösen, dass wir Glück haben, wenn wir auf unseren Gefühlen vertrauen. Mond hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen. Mond steht aber mit Saturn auch in Verbindung und das ist alles andere als schön. Und Saturn belehrt auch und Saturn kann ganz schön streng sein und uns einschränken. Und Saturn vermittelt, jetzt kommt eine Situation, das ist die Prüfung des Lebens, jetzt hör endlich auf dein Gefühl und vertraue das. Wenn du das zulässt, dass die anderen dich überreden an etwas, kann das zum Enttäuschungen führen und dann bist du am Tränen und bist dann wirklich zusammengebrochen. Also sei vorsichtig, Lernaufgabe, eindeutig. Und jetzt zum tibetischen Astrologie und das zeigt dieses Bild. Das heißt, es kommen Einflüsse von außen, das ist erstmal ein Gewitter, Blitz, Donner, Gewitter. Aber das hat eine reinigende Wirkung, es geht schnell vorbei, es ist kein Dauerzustand und dann kommt die Sonnenschein und auch ein Wachstum. Wir werden mit anderen Menschen begegnen, das kann Liebe sein, Partnerschaft, das kann auch ein Vertrag sein. Und da ist diese Begegnung oder Treffen mit anderen oder eine neue Verbindung, denn die Zahl 2 wirkt und das sind die Einflüsse von außen. Und die Zahl 2 bedeutet immer Zweisamkeit oder Begegnungen mit anderen. Und das kann schön sein, angenehm sein, aber das kann genau in die andere Richtung gehen. Und diese Figur zeigt auch etwas, was uns Basis gibt, wo er reitet. Das ist die Wasserelement und das zeigt unsere Intuition, unsere Gefühle, das, was wir heute vertrauen können. Und dann kommt die Holzelement dazu und das heißt eine langsame Wachstum, aber auch Taten, Drang, Spontanität, Motivation, Impuls, etwas Neues. Aber wichtig ist, dass wir auf uns selbst vertrauen und dann geduldig sein, Ausdauer haben. Heute sollen wir vernünftig sein. Heute brauchen wir die Selbstvertrauen
und unseren eigenen Ideen vertrauen, ein bisschen spontan sein, aber auf keinen Risiko eingehen, auf keinen Risiko. Und die Bedürfnisse sind nach Geborgenheit und nach Freundschaften. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Die Jahrgänge 1925 und 1985 sind im Einklang mit dem heutigen Tagesenergie. Und die Zahl 3 ist die Glückszahl und das heißt, unseren Gefühlen hören, etwas vereinen miteinander, das kann unserem Denken und Fühlen sein oder die Kontakte mit anderen Menschen und daraus entsteht etwas Neues, aber im Wasserelement heißt auf unseren eigenen Gefühlen vertrauen. Im Mittelpunkt steht die Zahl 6 im Metallelement und das heißt Vergangenheit, Erinnerungen, da etwas sollen wir noch klären und bereinigen. Das ist dieser Gewitter, kann auch sein, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit, werft erstmal diese Gewitter oder löst diese Gewitter aus und dann wird etwas geklärt. Und die Schicksalzahl ist die 9 im Feuerelement, das heißt, es kommen noch Einschränkungen oder wir stoßen selbst an unseren Grenzen und dann brauchen wir die Kraft, die Überzeugungskraft, diese innere Kraft und dann weiter mal Mut zu zeigen, aber kein Risiko heute eingehen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.